Ich habe Feuersteine gefunden hier. Aber es ist auf keinen Fall besser als das andere. Ich weiß gar nicht, wie ich das vergleichen soll. Also wie gesagt, es ist ein anderes Spiel. Ich sag mal ganz vorsichtig, dass sich beide halt lohnt zum Zocken. Keks, wir wären noch drin geblieben, aber da muss um 7 aufstehen. Ich habe jetzt die meisten Therapien fast hinter mir. Bereits 3 Monate alle 2 Tage, manchmal auch 2 Tage hintereinander bei Spritzen, bei anderen Therapien und Übungen. Bis mir dann gestern der Arzt gesagt hat, dass ich loslassen muss. Also, dass es keine Aussicht auf Heilung oder Besserung gibt, so wirklich. Jo. Klingt aber gut mit dem Loslassen, das sagt man ja so. Teilweise weiß ich das ja schon, aber das nochmal so krass zu hören von einem Arzt, der dich 7 Jahre lang behandelt. Problem ist, Füße hin oder her, damit komme ich halt auch nicht zurecht, aber das habe ich ja immer schon. Problem ist jetzt diese Scheiße mit dem Rücken. Scheinbar wird die auch bleiben. Ich konnte ja von August bis November halt nicht einmal sitzen. Nur 10 Minuten. Alle paar Tage mal. Ich brauche noch eine Spitzhacke. Garn, ja, wie immer halt. Dann stellst du Sachen instant immer her. Und ich dachte, da ich jetzt auch die Jahre immer zugenommen habe, pro Jahr 10 Kilo, und da die Hoffnung sowieso nicht da sind, dass irgendwas besser wird, mag ich vielleicht den ganzen Februar über so eine Art No-Food-Challenge. Also egal, weil du ja gesagt hast, du wartest bei Paul auf das hier, auf gute Besserung. Ich habe gesehen, du bist krank. Egal, was du machst, spiel trotzdem Paul World. Du kannst das auch spielen, aber spiel Paul World trotzdem. Du kannst es nicht spielen. Ist einfach zu gut. Wer nur ein bisschen was für Survival übrig hat oder so, Paul World. Egal wie. Der wäre dumm. Also jeder wäre dumm, wer es nicht spielt. Weil ich sag's nicht, weil ich da irgendwie weiß, dass es 5 Millionen Leute gibt, dass jeder spielt und sogar aus dem Pool spielen dies. Und alle Tittenstreamer spielen es auch auf einmal jetzt, alles. Und auch die großen, die Fortnite spielen, alle spielen es. Sondern weil es einfach gut ist. Ich kannte es bis einen Tag oder bis einen Tag vom Release nicht. Ich habe nur gelesen, Dedicated Servers, Survival-Spiel, zack. Ich war gefangen. Ich hab gar keine Ahnung von den Tieren gehabt irgendwie. Wie ist denn in den Farm, ey? Cool, dass man nicht komplett irgendwie reingehen muss. Ja, das geht beim bestimmten Alter, wenn du der Stoffwechsel noch okay ist. Ich kenne das von früher, habe ich auch easy geschafft. Aber ich muss ja weiter meine Medikamente nehmen und schauen, wie ich das hinkriege. Gucken wir mal einfach. Quasi Medikamente nehmen, die den Magen zerstören, wenn du nichts isst. Und sowieso schon. Und müssen wir mal schauen. Vielleicht mag ich es auch nicht, vielleicht mag ich es doch. Erstmal 3 Tage nichts essen, 4 Tage nur Wasser. Das Schlimmste sind die Kopfschmerzen. Das Hungergefühl ist irgendwann weg. Nur es kann halt sein, dass es mich ein paar Mal umhaut, weil es haut mich auch so schon um wegen der Medizin, wegen dem Ganzen. So schwarz vor den Augen, einfach umfallen und hier und das passiert. Also außerhalb dieses Streams passiert es immer wieder. Auch im Stream sogar ist es passiert letztes Mal, als ich Kreislaufzusammenbruch hatte. Aber im Endeffekt, hey, es ist egal. Ich habe halt keine Hoffnung. Von daher ist es eh wurscht. Verstehst du, was ich meine? Es ist egal. Ja, was ich mache. Es ist wurscht. Nacht, die Dave. Ich dachte, jetzt hast du schon runtergeladen. Du lockst gleich ein hier.
Geh da pennen, frech. Hast du denn Corona oder hast du nur Erkältung oder weißt du das gar nicht? Ich werde aber alles so gut wie möglich hier weitermachen, nur ich muss mir halt dann auch. Ich nehme jetzt viel auf, muss aber doch mal dann ein, zwei Tage schauen, dass ich halt ein bisschen schneide. Weil das Videomaterial ist heftig hier. Wie viel Gigabyte es verbratet. Lanzanfasern ist das Wichtigste. Und Wolfsfleisch, Main. Geil, hier gibt es dann ganz viele Bandagen hier und Garn. Aber das Schöne ist, dass man auch die Auswahl hat an guten Spielen. Ich finde, es ist trotzdem ein gutes Spiel, dass man halt die Auswahl hat, dass man spielen kann. Ich habe halt den Plan durchzuswitchen, No One Survived, Forward und das, im Survival-Bereich. Und wenn eine geile Map kommt für Ark, dann halt Ark ein bisschen noch. Server steht ja eh schon, aber ich hasse die Standard-Map. Sag ich. Ah, sehen wir uns, haben keinen Corona-Test gemacht, okay. Ja, im Endeffekt ist es ja dann auch nur das Gleiche. Büsche können dich verbergen. Achso, verstehe ich. Also Ding ist schon geil, Mage. Ich bin kein Mage, aber einfach ein Zauberstab und kann schießen. Fertig. Schon geil. Aber man kann sich hier verstecken. Man ging heranzuschleichen. Okay. Du kannst auch als Assassine skillen. Dass du dann noch schneller im Schleichen müssen so. Neue Geschichte, der Bauer der Flamme. Yo! Ich hab die Bienen gerippt. Hellfetz, Metallschrott. Konnt ihr oben die kaputt machen? Wenn das Schild nicht effektiv. Ist schon cool. Also mir gefällt es mal besser. Du läufst rum. Du entdeckst hier. Ist auch so ein bisschen wie Zelda mit diesem Gleiter. Anscheinend. Und das, dieser Kreis mit dem Ausdauer ist, der Ausdauer ist anscheinend auch von Zelda. Stofffetzen, geil. Buffs sind weg. 8. Und die Bären. 7. Krypta der Bauerschmied. Das ist ein Gegner, so ein Boss oder sowas? Ja. Braucht nur noch das, dass sie das Ding da zurückschlägt. Die. Die Spells. Also hier sind solche. Was ist hier? Plündern? Wasser.
Hier sind die also quasi eingefroren worden. War nicht der andere vorher hier? Ist halt nichts. Tür? Wie? Da? Metallschrott. Kein Slot im Rucksack verfügbar. Diese scheiß Sense kaputt, ey. Wie so oft bekommen wir die? Brauchen wir nicht. So, du musst nur benutzen, du brauchst gar nicht. Meisterhafter Streitkolben. Okay. Ich hab doch eh dieses Ding hier. 16 Schaden, 14 schon, okay, okay, okay. Parierkraft 2, maximal Haltbarkeit. Nahkampf auf Stufe 1, Stufe 3, Schnitt, Wucht, der Streitkolben ist unaufhaltsam, wenn einmal Bewegung ist. Eine mächtige Einheit-Axt vom ersten Mal verdorben. Keine Ahnung, wie gut oder schlecht das Ding ist, kann ja beides probieren. Aber ich bin, mir gefällt eh Range gut hier. Okay, weiter. Finde einen Weg in die Warte zu betreten. Vielleicht finde ich wieder irgendwo random ein Bett, wo ich mich hinlegen kann. Dann vergeht die Nacht irgendwie 60-fach schneller. 30-fach? Das Wasser ist noch da. Wir entfehlen wieder, oder? Wir sind ja nur ganz kurz. Ich habe einen Zauberstab in der Hand, der leuchtet ja eh. Ich würde hier ein paar Wölfe nachts killen, falls sie da sind. Falls das geht. Bandagen, geil. Oh, hier kann ich die Gegenstände reparieren. Wusste ich gar nicht. Geil. Was hier es gibt? Hier plündern? Was für ein Lesen? Durchsuchen. Habe ich echt keine Fackel dabei? Doch. Pilze habe ich nicht genommen, genau. Pilze ist die dritte Form, die ich immer nehme. 5? 4. Wegen Magieschaden. Als ein Gegner gibt es bestimmt noch einiges zu looten. Noch einer? Nee, oder? Was der 2 ist halt. Ja, ich komme schon da hoch, klar. Nicht wieder abschließen mit dem Haken. Der ist ja auch Ranger. So Range-Kämpfer. Jo, ich muss da nicht. Ja, genau. Direkt vorhin runtergefallen als Range. Als Melee meine ich, der hier. War nicht letztens hier um eine Kiste? Ja, aber ich kann ihn looten. Dieser Stein ist auch so eine. Ne, das ist ein richtiger Stein. Okay, aber die andere. Es gibt so einen Stein, was wie Schild ist. Ein Steinschild oder so. Das ist blöd. Metallschild ist wichtig. Gut, gut. So, hat er vielleicht noch was? In der Ding hier im Lager? Ne,
Aber ich kann die Nacht vergehen lassen. Aber Wölfe sind eigentlich nur nachts da, oder? Da ist ein Dieter. Waldlangbogen. Ich habe eh schon so epische Sachen hier. Kunstvoller Holzbogen in der Hand. Waldlangbogen 10. Oh, Fallgeschwindigkeit. Episch, ungewöhnlich. Große Spannung, was seine Benutzung anstrengend macht. Da verrichtet er aber viel Schaden, okay. Fallgeschwindigkeit plus 7, maximal 250. Der hat gute Spanngeschwindigkeit, 0,6. Der macht 10 Schaden. Wir können ja mal testen, also. Hier waren wir doch vorhin schon. Wo ich gesagt habe, hey, es geht nach oben links. Das wollen wir schon warten. Finde einen Weg in die Warte. Waren wir doch schon. Ist nochmal ein Feuerstein hier oder was? Ja. Haben wir jetzt genug eigentlich? Ja, ich bin ja vorhin einfach so Explorer-mäßig hier rein, ohne Quest. Und jetzt muss ich hier hin. Ist hier Lagerfeuer zum Buff auffrischen? Was hier, wer ist hier? Lesen. Rucksack voll. Fetzen. Einfach. Löschen. Wir haben Lagerfeuer mitgenommen. Ach so, nicht notwendig gewesen. Level 3 scharf. Oh mein Gott. Bin ich denn hier gelandet? Wie geil, Mann. Jawohl, Pflanzenfasern. Das ist irgendwie so wichtig in dem Game. Wieder vom Weg abgekommen, aber ist ja das Schöne. Entdecken hier. Wird mir jetzt wieder Pilze habe ich? Wasser. Das gibt ja die Ausdauer, die mehrfache. Lehrlingszauberstab, süß. Hier war ich vorhin. Kann man sich hier hochporten. Falls es das war. Ich weiß nicht, welche Richtung ich hier reingekommen bin. Kann sich ja nirgends festhalten. Das finde ich ein bisschen seltsam. Vielleicht muss man das in dem Spiel lernen, festhalten. Oh, 3 Wölfe sind wild, ey. Level 3. Wenn ich hier oben hätte, nehme ich Grip, schätze ich mal. Safe. So schnell kann ich den nicht töten, bis sie bei mir sind. Oh, Haltung gebrochen. Geil, Mann. Hier war noch einer.
Wie bin ich denn vorhin da reingekommen? Ich glaube, ich war doch schon. War doch das, wo ich da war. Wie geil, ganz viele Wölfe hier. Freue mich. Zwei gleichzeitig, weiß ich nicht, aber probieren. Mit dem Bogen hier? So keine Munition, stimmt. Glück brauche ich für den keine für den Stab wirklich keine Ausdauer. Also ich bin vorhin in ein Gebäude rein und habe mich hochgeportet. War es nicht hier? Dann bin ich hochgegangen, dann konnte ich mich hochporten. Ich war aber schon im Gebäude drin, um mich hoch zu porten. Ah, hier ist der normale Eingang, oder? Ja, sieht recht doch. Sie wieder zum Reparieren. Alter, geil. Ok. Ja, und? Hochporten. Energie. Position erreicht. Findet den WR, habe ich. Und dann? Standort noch höher. Hier, ja, hier ist die Tür aufgegangen hier. Ja, war ich schon alles. Respawnt das Ding? Habe ich schon, aber kann ich jetzt nicht nochmal mitnehmen. Habe ich gemacht. Liegt der hier oben oder was jetzt? Oder was muss genau jetzt hier sein? Ich muss noch höher. Ach so. Geil, deswegen hat er gesagt, nimm unbedingt das Ding mit. Und deswegen wollte er, dass ich den Haken herstelle. Oh. Kommt da. Oh, ich kann sagen, ist ja eine Falle hier. Oha, krasse Scheiße. Solche raus, das habe ich so oft. Das Lagerfeuer, genau. Mana-Trank, geil. Ja, bevor wir hochblenden, schauen wir uns noch ein bisschen was an. Das ist voll hell hier. Ist aber nichts. Ich habe vorhin die Sachen zerschlagen, glaube ich. Und dann kam Metall raus, Metallschrott oder so. Wachs. Ja, okay. Nein! What the fuck? Ich hab eh gespammt. Und dann sowas. Wir gehen ja auch Treppen hoch. Wo denn? Oder gehen sie runter? Ja, runter noch so ein Ding hier. Ah. Schon cool zu erkunden hier alles. Eisbolzen, Ausrüstbar, Magierstab. Ja, müssen wir wieder was da lassen. Ist das jetzt wieder Inventarmanagement? Scheiße hier. Scheißen Dreck. Ein Stofffetzen. Ich will aber den nicht weggeben. Aber Holz kann ich weggeben.
Kann den aber nicht benutzen. Weil ich glaube, ich keinen Skill habe für das. Das. Ist auch passive Fähigkeiten, weil es halt speziell hier ausgerüstet ist. Dann vielleicht von dem Item irgendwelche Fähigkeiten. Okay, ja, ist cool hier drin. Und nochmal Porten hier, let's go! Energie. Nochmal Standard oben. Okay. Auch geil mit dem Klettern hier. Ist nice. Ist nice hier. Wohin schlägt sie? Nicht effektiv. Aber schau mal, wie krass ich habe das Ziel hier so und sie schlägt halt immer nach links. Kriegst du den Rahmen oder was? Ja, nicht effektiv ist schwierig. Dann geht's da nicht weiter. Yes. Einige Schalter sind möglicherweise unerreichbar. Schieß. Ach du, das ist so eine Tür. Okay, ich verstehe. Kann wieder nicht aufnehmen. Aber es ist eine Fleischbund, wo ich jetzt das Leben oben habe. Wollte ich jetzt nicht machen so schnell, aber geht halt hier zumindest. Okay, jetzt muss ich noch höher. Hier? Da kann ich nicht raus, oder? Hier. Aber ich porte dahin, wo ich eben war, oder nicht? Nee, das müsste nochmal woanders sein hier. Die fallen hier. Aufmachen. 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 Ist wieder so ein Schalterding oder was da oben? Okay, diese Türen haben Rätsel, cool. Jetzt bin ich hier oben und dann?
Ah, guck mal. Magierstab, Feuer. Ich habe jetzt schon alle Elemente hier. Knochenmehl, nützlich für Alchemist-Dinger. Ja, da habe ich schon genug zu Hause, egal. Wenn es immer wichtig ist, die zu nehmen. Trotzdem mal hier. Feuerball mal 5. Noch höher hier. Nochmal Schalter hier. Lava. Ein Sprungspringen für mehr Distanz. Nee! Yo! Sie hält sich nicht fest. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist schon oft passiert. Sie hält sich da nicht fest einfach. Glaube ich, wenn du eine Waffe oder so in der Hand hast. Sind vielleicht hier die Tür aufgegangen? So, du brauchst 2. Ah, ich verstehe, du brauchst 2, die zu lösen, das aufzumachen. Oh, okay. Cool, cool, cool. Oh, gar kein Shift. Inventar im Spiel ist natürlich wieder wild. Ist natürlich wieder wild, Inventar. Habe ich 2 Bögen, keine Pfeiler brauche ich nicht. Okay, noch höher porten. Was mit dem Rätsel hier? Habe ich nicht gesehen. Schnellreise, okay. Einfach eine Kiste öffnen hier mittendrin. Flammen kommunizieren. Diese Warten öffnen Schnellreisepunkte auf der ganzen Welt und offenbaren das Wissen der Erbauer über Glutal. Wage dich hinaus, das Land muss zurückerobert werden. Geil. Mach ich. 9 neue Marker hinzugefügt. Ja, schön. Cool, 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 cool. Das ist halt ganz hoch hier. Wow. Mana-Trank war das. Das erinnert mich so ein bisschen an irgendwas. Das ist schon scheiße. Also. Performance-technisch ist das schwierig. Es geht hoch, runter und dann laggt immer wieder. Aber schon nice irgendwie. Bin ich schon fast ein bisschen traurig, dass ich das Ganze alleine spiele und mit keinem sharen kann gerade. Das ist schon geil. Irgendwie schon cool. So. Aber ist nicht schlimm. Ich entdecke ja hier. Exierbrunnen. Also die sagen, ich soll hier weitermachen, haben das neue Points of Interest hier gezeigt. Krypta-Bauer, Jäger. Krypta-Bauer, Bäuer, Krypta-Bauer, Alchemist. Ach so. Und die kann ich vielleicht in mein Dorf holen. Kann ich nicht zu einem hinfliegen. Von hier? Ist krass. Der Weg hoch war ja auch schon wild. Ist hier echt nichts mehr, oder was?
Ne, ich glaube nicht. Also ich fliege jetzt dahin. Einfach runterspringen. Aber ich gehe immer noch auf die Seite, wo ich hin muss. Rippt der Bauer. Dann ist es das da vorne. Jo, so hoch bin ich nie abgesprungen. Jo. So, ich konnte ja. Ach, mit der Maus geht's nicht, aber mit dem Keyboard? Lol, wenn wir nochmal testen gleich. Hätte ich vielleicht ein bisschen hochziehen können, so verlangsamen, so nach hinten ein bisschen? Shit, ich würde gerne das probieren direkt. Aber hier ist es ja. Ne, geht nicht. Kannst nur links, rechts? Geht nicht, du kannst nicht hoch. Okay, okay. Ganz viele Pflanzenfasern hier. So ist das richtig. Können wir direkt hier. Garn machen. Kein Rucksack verfügbar. Kein Platz. Okay, Entschuldigung. Inventar voll. War ich noch nicht sicher, was ich hier brauche oder nicht brauche für später. Back, back, back. Als ob man so auf. Oh, da ist noch ein Steinhaus. Was ich da, wo ich hin will, oder? So, hoch. Wie? Es geht nur nach runter. Ich kann nur noch mehr runter, aber hoch kann ich nicht. Ist das Böse oder Gute hier? Auf jeden Fall Wölfe sind wild. Das Level? Immer noch 3. Aua. Das ist mir ausgegangen. Und das ist mir ausgegangen. Die heilen jetzt ein bisschen, dann kann ich dann das andere nehmen. Die Pilze dann drüber tun. Oh, geht sogar mit dem. Geil. Schön hier drin. Schön hier drin. Kann man kaputt schlagen alles. Mal schauen, wie es dann aussieht. Denke mal, da ist jemand, wenn ich es aufmache. Achso, ich sammle wieder Lagerfeuer, will ich ja gar nicht. Abbauen. Alte Bücher, so zum. Ein Stapel alter Pergamente abgenutzt und zerrissen. Vom Zahn der Zeit. Ein weiser Mann könnte aus den Überresten noch etwas herausholen. Ja, da kann man halt dann. Da kann man halt dann noch ein bisschen lesen und gucken hier. Aber hier ist leer. Okay, alles der Rest. Aber schönes Haus. Braucht man so ein Haus haben, nicht größer bei einem Spiel. Noch bin ich 3. Macht alles kaputt hier, krass. Okay, ich glaube, hier gibt es nicht mehr. Ach, gibt es doch oben? Warte mal. Kann man doch im Haus. Oh, das gibt. Oh, schau mal, Keller. Wow, 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 Spinne oder sowas. Giftige Spinne im Keller. Sag's euch. Level 3. Ja, ich kann nichts plündern. Fuck, Mann. So ein Mist hier. Bin ich jetzt hier? Kann ich es plündern? Und eine Spinne. Dann nur ein kleiner Keller jetzt.
Dachte, das hat was Größeres oder so, das geht ja noch. Nichts zum Öffnen. Geheimgang hier irgendwo. Fackel irgendwo. Nee, doch. Tausch mal anstatt das. Ah, nur ein kleiner. Was könnte ich denn hier looten bei dem? Garn. Oh, okay. War jetzt auch nicht so. Alles anziehen hier. Da Pilz fehlt. Ja, nice, das ist ja auf Keller. Ich wollte ja nicht hoch. Aber hier ist ja auch gut. Ist trotzdem nicht nach oben irgendwo? Hier, oder? Hier bin ich rein. Sieht mir so aus, als ob es dann noch hoch geht. Vielleicht kann ich ja hier. Aber sie hält sich ja nicht fest. Sie sie nicht festhält? Ich glaube, in Spielen, wo man Schild tragen kann, hält man sich nicht fest. Und wie kann ich es wegstecken? Gar nicht, gell? Yo! Geschafft. Boah, hier ist schön. Alter, hier ist richtig geil. Hier ist richtig schön. Hier ist nichts. Da könnte man gut bauen. So, Ausdauer. So, kann man hier gleiten, ne? Ich muss ja eh darüber noch. Dahin in die. Das ist die böse Zone. Uiuiui. Ja, Rucksack voll, ich weiß, Alter. So, bin auch mal weiter pennen. Guts Nächtle. Wusste ja nicht, dass du noch da bist. Wirst schon wieder Sehne gucken. Ach, nimmst du die Schale in die Fresse oder was? Aua. Was haben wir hier? Knochen. Nee, war am Handy, schaue vom TV und Stream. Ach so, okay. Stimmt, hattest du ja gesagt. Oh, was ist hier? Komme ich da durch? Nee, oder? Hä? Wie lange war ich denn hier drin? Vor allem ist es dunkel. Lang war ich denn da drin? Jetzt bräuchte ich halt ein Bett. Dass ich das irgendwie vorspulen kann hier. Achso, damit du es rechtzeitig immer nimmst, alle 8 Stunden. Ja, okay. Hast du immer nur noch 3 Tage oder so, gell?
Das Helle ist toll, das sind die Glühwürmchen hier. Da kann ich halt nicht nehmen. Oh, Banditen. Oh mein Gott. Oh. Alter, Level 5. 8. Level 5 ist krass. Wow, der hat, ist Range. Ach so, wusste ich nicht, dass der Range ist. Jo! Man kann ja, glaube ich, dem alles ausweichen, aber ich war mir jetzt nicht klar, was ich zu tun habe hier. Help! Ein bisschen Ausdauer brauche ich halt. Krass, Alter! Noch gerne Loot in anderen wegen diesen Teilen hier. Schade, ich die erstmal sportlich mitnehmen kann. Ach, Erde ist eh Blödsinn. Nehmen wir die Runen mit. Wo müsst ihr aber auch mitnehmen? Machen wir die Fackel weg. Ich habe schon ein paar Sporen weggeschmissen. Aber schon Level 5 ist krass. Da gehöre ich definitiv dann nicht hin und meine Waffe ist auch bald weg, kaputt. Habe ich ja. Ja, ich habe zwar Bogen, aber keine Schüsse, wie wir gesehen haben. Jägerkrypta muss ich hier hin. Jo, stopp. Zwischen 1000 Gegner hier. Zwischen 1000 Gegner war einmal lande ich. Das wäre geil, wenn die slowen könnten. Mein Stab slowen könnte. Dem wollte ich eigentlich dodgen hier. Oh, ich habe keine Buffs mehr. Warte, kämpfen sind meine Buffs abgelaufen. Ich habe jetzt kein großes Fleisch mehr, leider. Ich habe gar kein Fleisch mehr für Ausdauer. Ach komm. Ich müsste... Oh, nee, ich habe gar kein Fleisch mehr für Ausdauer. Man kann auch nichts auf den Boden legen und dann wieder aufnehmen irgendwie. Man kann es nur löschen, oder? Ich kann nichts auf den Boden legen irgendwie, oder? Nee. Hey. Soll ich mal Lagerfeuer basteln? Weil ohne mehr Ausdauer ist schwer. Dann tue ich die weg. Kann ich Lagerfeuer basteln? So? Ich habe ja vorhin Lager... Was fehlt mir? Holz. Ja gut, Holz hätte ich noch, aber dann habe ich hier wieder einen Spot zu wenig in der Tasche. Okay, das ist krass. Man kann nichts hinlegen einfach so schnell. Das ist krass. Das ist krass, dass man nicht einfach sowas hinlegen kann. Man muss es auch hier hin tun. Hier. Inventar. Ich muss das hier grillen. Jetzt kann ich ja auch grillen. Auf jeden Fall das Fleisch. Okay, nächstes.
Oh, hier haben wir einen Taschenplatz frei. Nächstes ist schon witzig. Aber ist das fertig war, ich dachte schon. Will jetzt auch grillen? Voll. Okay, gegrillter Pilz ist halt Main. Runter Pilz. Gern kann man nicht grillen, das wäre schmal. Jetzt habe ich die genommen, wollte ich gar nicht. Ah, doch, die heilen mich ja ein bisschen. Jo, trotzdem Bild mit dem Ding. Ich kann keine Reparaturbank bauen oder so eine Bank, damit ich meine Sachen reparieren kann. Jetzt habe ich zumindest das Fleisch. Du musst nur mal richtig sortieren hier. Wir hatten hier das Ding. Da ist das jetzt egal. Fleisch muss her, Pilz muss dahin. So. Pilz haben wir schon. Wasser. Und jetzt mit mehr Leben. Okay. Jetzt könnte ich versuchen, da anzukommen. Gegen die. Aber was mache ich, wenn mein Ding leer ist? Mein Stab? Wird ja sein. Nahkampf gegen die? Level 5? Mit meinem geilen Schild und so? Wird immer noch dunkel irgendwie hier. Drei Stück hier. War jetzt noch drei. Wie lange hält denn der Zauberstab? Muss das schon auf Range gehen? Oh, da ist ein anderer. Ich habe einen anderen noch gepult. Oh. Okay, Level 5 ist halt schon wild. Boah, nee. Fünf ist halt schon Endgegner. Der war, glaube ich, der Boss nicht so schlimm vorhin. Oh, Level 5, Mann. Und ich noch nackig. Oh. Ja. Das ist krass. Kann ich nicht an den vorbei? Ich sehe halt auch nichts, Alter. Ich habe mir schon gedacht, es kommt irgendwas auf mich zu gerade. Oh, das sind Level 5 Wölfe. Wo, was habe ich? Wirklich tapp. Level 5 Wölfe, oh mein Gott. Weg, gegen den Baum. Weg, 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 weg. Mein Gott. Ich sehe halt auch echt nichts. Warum ist denn da so dunkel?
Da ist noch ein Wolf. Boah, das war so dunkel und taucht ein Wolf neben dir auf. Glühwürmchen hin oder her.